willkommen zu meinem arbeitsreichen Sonntag. Ich habe gerade schon das Review zu dem Mythos-Bier abgedreht, ein Video zu Charlie und dem Brot Gold abgedreht und nun geht es um die diese hier. Die Jean Cortez, heißt überhaupt Jean? Ich weiß es gar nicht. Nein, er heißt nur J. Cortez, egal. Ja, diese Dominican Mini, wie ich sie hier in der Hand halte, kommen von der belgischen Firma Van der Malière. Für kurze Genussmomente steht drauf, als perfekter Begleiter für eine kurze Pause empfehlen wir unsere Minis. Vergessen Sie für 5 Minuten die Zeit mit J. Cortez. 5 Minuten ist aber ziemlich kurz. Ja, ich habe hier jeweils sind immer 2 Stück drin, 3 Probepackungen erhalten. Die habe ich nicht vom Hersteller selber erhalten, sondern von Firma Niemeyer in der Nordseepassage von Wilhelmshaven. Da war ich Großeinkauf machen vor Weihnachten. Und als ich sagte, das war das erste Mal, als ich meine Visitenkarte ausgeteilt habe, dass ich Tobacco Reviews auf YouTube mache, da hat sie mir diese 3 Probepackungen geschenkt. Ja, ich fange jetzt mit der neuesten Sorte an, aus der Dominikanischen Republik. Die anderen beiden kommen, einer aus Honduras und der andere aus Sumatra. Aus Sumatra, genau, da freue ich mich schon am meisten drauf. Ja, well, Savor Well-Deserved Luxury. Ja, 2 von 5 Sterne sind die Stärke, Aroma 3 von 5, Würze 1 von 5 und Süße 3. Sollen delikat, sanft und natursüß schmecken. Ich bin gespannt. Riecht ziemlich holzig, es kann aber auch am Schrank liegen. Die haben keinen Filter. Also wenn ihr mal guckt, die haben keinen Filter. Naturdeckblatt ist das. Sind 85 mm lang oder sollen zumindest 85 mm lang sein. Das kommt auch sehr gut hin. Wir haben hier Tabake aus Dominica, Indonesien und Ecuador. Ja. Riecht angenehm. Man riecht nicht viel. Wenn ich nicht wüsste, dass es Tabak ist, würde ich den Tabak gar nicht herausriechen. Aber sind auch wie gesagt die mildesten der 3. Zumindest steht so auf der Packung drauf. Relativ harter Zugwiderstand, sind ungesüßt. Mundstück läuft vorne konisch zu. Steht noch was auf meinem Karton, den ich jetzt auch irgendwas drauf, was ich erzählen muss. Ich weiß, da gibt es eine 10er Packung von, eine 20er Packung von. Ja, und das sind halt alle im Pappkarton. Das Umblatt kommt aus Java, sind 7,7 mm im Durchmesser und sind eine sogenannte Shortfiller. Ja, ich hole dann erstmal wieder mein Feuerzeug raus. Hier seht ihr das einzig wahre Romans Garage Unileit Reibradfeuerzeug. Wer sowas haben will, verschicke ich gegen 1,55 Port. Oder wer das haben will, muss sich mit mir in Verbindung setzen. Das Feuerzeug schenke ich euch sozusagen als Werbeartikel, Fanartikel, sonst irgendwas. Nur Porto will ich halt wieder haben. Für einen milden Zigarillo sind die aber ziemlich stark im Geschmack, muss ich sagen. Ich finde es nicht unangenehm, aber hätte ich mir jetzt anders und leichter vorgestellt. Schmecken sehr würzig. Erdig, holzig. Schmecken wirklich holzig. Was haben die anderen denn herausgefunden, wie die schmecken? Das ist das Gleiche. Fruchtig sollen sie aus sein, ich finde sie jetzt nicht übermäßig fruchtig, also ich schmecke da keine Frucht raus, aber mir gefallen die wohl. Werden natürlich nur gepafft und nicht auf Lunge geraucht, das ist logisch. Mir gefallen die aber sehr gut, muss ich sagen. Ja, die habe ich schon wirklich bedeutend übleres geraucht, also die 20er Packung kostet um 9 Euro rum mittlerweile. Das ist schon nicht ganz günstig im Vergleich zu dem, was ich sonst so rauche. Aber das Geld ist auch wirklich gut investiert. Das sage ich nicht, weil ich die gerade mal geschenkt bekommen habe, sondern was meine ehrliche Meinung ist. Ich mag mir die vielleicht nochmal kaufen. Ich weiß es nicht. Das ist wirklich viel Geld. Also für eine Schachtel Cortez Mini bekomme ich dann auch über 4 Schachteln Buffalo für ihren Halbung, um neu zu sein.
Ja, ich schmecken gut. Gefällt mir. Wir machen mal einen Abaschtest. Diesen Aschenbecher habe ich selber gemacht. Ja, wie bei dem Preis nicht anders zu erwarten, lassen die sich sauber abaschen. Asche fällt in den Aschenbecher, Glut bleibt im Stängel. Das ist schon wirklich mal ein Zeichen für Qualität. Bei nublego.de stellt der Hersteller die Videos auch vor, die Zigaretten, die Zigarillos auch vor. Da ist ein Video drin, könnt ihr auch mal angucken. Riecht sehr angenehm, riecht auch wirklich leicht holzig, also es wirkt sehr entspannend, riecht gut, mir gefällt das. Könnt gerne mal in die Videobeschreibung gucken, also hier unten drunter, da sind ein paar Feuerzeuge und sowas verlinkt, wenn ihr euch auch für das Thema Rauchen interessiert, könnt ihr darüber was bestellen, dann tut ihr mir auch gleichzeitig noch was Gutes. Dann lohnt sich das Ganze wirklich ein bisschen für mich, weil für Zigarillo oder Tobacco Reviews bekomme ich keine Werbeeinnahmen. So, das ist ziemlich scheiße, weil das nämlich das ist, was YouTuber Geld bringt. Ne, ich habe so einen Geschmack, diesen Geschmack von diesem Zigarillo habe ich noch nie gehabt, auch kein ähnliches Produkt. Ist mir so noch nicht untergekommen, leider. Das ist, ja, schade ist es. Mir gefällt dieses Produkt sehr gut. Ne, es ist ein schöner Geschmack, es ist ein runder Geschmack. Holzig, herb und männlich zugleich, aber dennoch nicht unangenehm und kratzig. Man hat auch nicht das Gefühl von brennendem Heu auf der Zunge, also das, der hohe Preis ist wirklich gerechtfertigt. Und wenn ich das schon sage, dann muss das ja wohl stimmen. Wir haben jetzt hier 3 Minuten 55 auf der Uhr. Dabei habe ich natürlich noch gequatscht und man zieht sich das Ding ja sowieso nicht so hintereinander rein. Also die 5 Minuten, das kam mir gerade wirklich sehr komisch vor, so kurz vor. Das ist also wirklich eine zu kurze Angabe, ich weiß nicht wie lange, ich habe es jetzt nicht mitgestoppt. Nö, mir gefallen sie. Kaufe ich mir nochmal. Bin gespannt auf die anderen beiden. Ich habe hier noch die aus Honduras. Da habe ich mir auch schon mal einen Plan oder Informationen für rausgeholt und das, die aus Sumatra sollen die ganz starken sein. Die habe ich auch schon mal im Laden stehen sehen, die anderen glaube ich noch nicht. Nö, gutes Produkt, muss ich sagen. Haben übrigens keinen Filter, habe ich schon gesagt, ne? Das ist bei meiner Saberei immer ein bisschen blöd, weil ich dann habe ich so leicht die Tabakkrümel im Mund, aber das macht ja nichts. Das ist ja nicht deren Schuld. Bei mir weht es und stürmt es. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob euch das stört, wenn es hier draußen stürmt oder windet. Ich finde das ziemlich nervig. Einige finden es entspannend. Ich finde es einfach nur nervig. Jetzt geht's ja wieder. Vorgestern und gestern waren hier richtige Orkane in Ostfriesland. Ich dachte mir, weht hier das alte Trapezblech bei mir weg, aber ist zum Glück nicht der Fall und ihr könnt weiter meine Videos gucken, so. Ja, der Zugwiderstand hat sich übrigens erleichtert, das habe ich aber auch nicht anders erwartet. Das ist ja immer so. Und der Zugwiderstand muss auch weich sein, leicht sein für so einen teuren, recht teuren Zigarillo. Ja, wie gesagt, dominikanische, indonesische und ecuadorianische Tabake. Ja, mit Noten von Frucht und Erde, ja. Was hier auch bei Nobleo, also ich druck mir ja immer Testzettel, also damit ich nichts vergesse und damit ich auch wirklich informiert bin, drucke ich mir meistens, wenn ich ein Produkt echt kenne, was aus dem Internet aus. Hier steht nämlich auch, ihr müsst mir das mal verzeihen, ich kann auch nicht alles wissen. Hier steht auch, es braucht nicht mal ein begleitendes Getränk und das muss ich denen wirklich recht geben. Also ich habe jetzt nicht das Verlangen, irgendwas zu trinken. Meistens empfehle ich ja Kaffee dazu zu trinken oder ein Bierchen. Das ist oftmals gut bei so einem Zigarillo, aber hier braucht es wirklich kein Begleitgetränk. Kann man wirklich ganz entspannt beim Fernsehen gucken rauchen. So, jetzt ausgegangen. Hier, mein Feuerzeug, Freunde. Nee, es braucht kein Begleitgetränk. Ich würde das Produkt aber nicht unbedingt in hektischen Situationen rauchen. Ah, also da fühlt es sich zu teuer und zu schade zu. Für einen gemütlichen Abend ja, aber man kann es nur zur Not auch halt in stressigen Alltagssituationen rauchen. Riecht ganz interessant, ich habe so einen Geruch noch nie gerochen. Nö, dadurch, dass dieser Zigarillo relativ mild ist, also für einen milden Zigarillo ist es ja der mildeste der drei, darum habe ich den zuerst gemacht, weil ich dachte, den mag ich überhaupt nicht, weil am wenigsten habe ich den jetzt zuerst gemacht, auch wenn es die neueste Sorte ist. Aufgrund der Milde für Umsteiger von Zigaretten auf Zigarillos sehr geeignet, aufgrund der geringen Stärke auch für Anfänger von Pfeifen und Zigarillo
Ja, für Anfänger geeignet, für die Zigarillos mit Zigarillos und Pfeifenrauchen anfangen wollen, ist ein interessantes Produkt, muss ich sagen. Ich rauche das letzte Stück jetzt ohne euch und dann verabschiede ich mich von euch. Der letzte Zug für dieses Video. Bevor ich mir jetzt mein Bart verbrenne, ich schmeiße jetzt diesen Zigarillo in meinen Aschenbecher, den ich selber gebaut habe, Video dazu auf meinem Kanal. Zigarillos werden nicht ausgerückt, die lässt man ausgehen, ebenso wie Zigarren und Pfeifen. Jo. Was bleibt mir noch zu sagen? Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ich weiterhin Tobacco-Reviews machen soll. Ich habe da eigentlich keinen Bock mehr zu, weil ich kriege keine Werbeeinnahmen. Warum soll ich das machen? So. Wenn ihr da weiterhin drauf Bock habt, schreibt es mir in die Kommentare. Gerne Like und Abo da lassen, damit meine Arbeit irgendwie honoriert wird. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss, ciao, euer Roman.